Der in Hamburg ansässige Comiczeichner Kalle Claus war durch das Comic-Transfer-Projekt des Goethe-Instituts nach Barcelona eingeladen, wo er 3 Wochen unterwegs war und sich zu Comics inspirieren ließ. Ich mag gern so ein bisschen mysteriöse Sachen. Also das fällt mir jetzt auch auf hier in Barcelona. Alles, was ich gemacht habe, sind, also nicht alles, aber das vieles sind für mich so mysteriöse Orte, also so mysteriös aufgeladene Orte. Sei es jetzt das FC Barcelona Stadion, wo ich gleich am ersten Abend war. Oder vorgestern habe ich einen ganz seltsamen Ort entdeckt, so einen alten Seziersaal hier beim Krankenhaus, also eine Art kleines Amphitheater, wo in der Mitte so ein marmorner Tisch steht, wie so eine flache Badewanne, wo dann anscheinend die Kadaver drauf lagen, die dann auseinandergeschnippelt wurden vor Publikum, Studenten und Professoren, wer immer da gesessen haben mag. Das war ein toller Moment. Ich stand ganz allein in diesem Raum und da fängt natürlich die Fantasie an zu rattern. Und man gruselt sich natürlich auch, wenn man sich vorstellt, was schon alles auf diesem Tisch da gelegen hat. Das sind so Sachen, die mich irgendwie immer wieder packen. Ich weiß auch nicht wieso. Also so geheimnisvolle Orte irgendwie. Bei einem Sketchwalk mit dem Comiczeichner Aziz Omoussa, der zum Comic-Transfer aus Marokko eingeladen war, wurde sich über freie Sketchen auf der Straße ausgetauscht. Der Comic-Transfer gab Kalle Claus auch die Möglichkeit, seine gewohnten Arbeitsweisen zu verändern. Also ich arbeite hier, muss ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, ganz anders, als ich zu Hause an Comics arbeiten würde, nämlich komplett computerfrei, was ich sehr befreiend gerade finde. Also zu Hause, ich zeichne schon, wenn ich jetzt normale Jobs mache, auch noch richtig mit Tinte, ganz altmodisch. Es gibt ja viele Leute, die schon auf dem Rechner dann auch zeichnen. Aber eigentlich ab der Schwarz-Weiß-Zeichnung, die dann gescannt wird, geht alles nur noch am Rechner. Also Farbe, Scannen, Lettering, reinbauen, alles Computer. Und hier mache ich auf einmal wieder alles per Hand, alles auf eine Seite. Ich habe 5 verschiedene Pelikan-Tuschfarben und die haue ich aufs Blatt. Und das ist toll. Also so habe ich seit Jahren nicht mehr gearbeitet. Ich konnte mir das auch gar nicht mehr vorstellen und das macht so einen Spaß. Und ich bin mir auch sicher, also ich hoffe auch, dass ich was davon wieder mitnehmen kann in mein Jobleben. Und ich knipse, also die Kamera ist halt super wichtig. Und da ist natürlich dann auch, habe ich natürlich wieder gelogen, das Laptop absolut wichtig. Also knipsen, 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 zu Hause auf den Rechner laden und dann Fotos angucken und zeichnen. Zum Abschluss der Station des Comic-Transfers in Barcelona gab es in der Bibliothek Can Fabra noch ein Werkstattgespräch mit Kalle Claus und dem katalanischen Comiczeichner Francisco Peña. Kalle, Francisco und Aziz werden sich in den nächsten Monaten wiedersehen. Einmal in Hamburg und einmal in Casablanca. 2 weitere Hafenstädte neben Barcelona. Wir sind gespannt, zu welchen Comics sie sich durch diesen Austausch inspirieren lassen werden.